Überleben des Stärkeren. So lautet das Gesetz des Dschungels. Irgendeiner versucht immer, dir wegzunehmen, was dir gehört. Woher ich das weiß? Das wäre mir beinahe passiert. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ich war 7 Jahre alt. Und in dem Alter verlässt man sich auf seine Fantasie. Wenn ich nicht gerade den Kongo erforschte, war ich ein Tiefseetaucher. An manchen Tagen rettete ich meine Eltern, an anderen retteten sie mich. Es gab nur uns drei, die Templetons. Und die 3 ist die perfekte Zahl. Interessante Tatsache. Wusstet ihr, dass das Dreieck die stärkste Form ist, die in der Natur vorkommt? Ich war das glücklichste Kind der Welt. Meine Eltern hatten sogar coole Jobs. Sie arbeiteten für den größten Tierkonzern der Welt, Puppy Co. Sie arbeiteten in einer Abteilung namens Marketing und mussten neue Produkte auf den Markt bringen. Obwohl meine Eltern echt hart arbeiteten, nahmen sie sich immer noch genug Zeit für mich. Eines Abends, Tim lag schon im Bett, kamen seine Eltern ins Zimmer, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Sein Vater setzte sich zu ihm aufs Bett. Hey Tim, hättest du vielleicht gerne ein kleines Brüderchen? Nein, danke. Ich reiche völlig. Das Leben war schön. Das Leben war perfekt. Aber als ich langsam wegdöste, dachte ich über etwas nach, was meine Eltern gesagt hatten. Wo kommen die Babys eigentlich her? Der Tag, an dem ich einen kleinen Bruder bekam, fing an wie jeder andere auch. Da ahnte ich noch nicht, dass mein Leben nie wieder so sein würde, wie es mal war. Eines Morgens wurde Tim wie immer von seinem Wecker geweckt. Dieser Wecker aber war kein normaler Wecker. Auf einem Sockel, in dem sich die Uhr befand, stand eine Figur, die einen Magier darstellte. Und dieser Magier konnte sprechen. Tim nannte ihn Wizzy. Aufwachen, kleiner Erdling. Es ist 7 Uhr. Aufwachen, kleiner Erdling. Morgen, Wizzy. Welches große Abenteuer mag euch heute wohl erwarten? Meine Eltern sagten immer, ich hätte eine blühende Fantasie. Aber ich erinnere mich ganz genau, wie das Baby geliefert wurde. Per Taxi. Ja, so war es tatsächlich. Das Baby kam in einem Taxi. Als Tim an diesem Morgen aus dem Fenster schaute, hielt ein Taxi vor dem Haus und jemand in einem feinen Anzug mit Aktenkoffer stieg aus. Es war das Baby. Ein Baby in einem Anzug. Tim lief aus seinem Zimmer und wurde von seinen Eltern samt Baby an der Haustür empfangen. Tim, sieh mal, wer da ist. Tim glaubte zu träumen. Sein Vater hielt ein Baby im Arm, das wie ein Manager gekleidet war und ihn unfreundlich ansah. Das ist ein neuer kleiner Bruder.